Hallo miteinander. In diesem Video, quasi ganz frisch am Markt, möchte ich einen ersten kurzen Überblick über den neuen Heizstab von MyPV geben. Die MyPV AC11A 2. Wie bei den früheren Generationen kann man mit dem Heizstab Warmwasser bereiten oder auch die Heizung unterstützen und ist vor allem darauf ausgerichtet, wattgenau Überschussstrom der eigenen PV-Anlage zu verwenden. Aber sehen wir uns das Gerät einmal genauer an. Die 11A 2 besteht wiederum aus einem Gehäuse mit Anschlüssen und der ganzen Elektronik, sowie an der Hinterseite ein 1,5 Zoll Heizpatronenanschluss und natürlich einem Heizelement, das rund 46 cm in den Wasserspeicher ragt und nun bis zu 3500 Watt verarbeiten kann. Besonders interessant ist diesmal das Gehäuse, der Kopf der 11A 2. Hier findet man nicht nur ein komplett neues, kompakteres und merkbar moderneres Design, sondern auch einen Monitor für die Bedienung und neue Anschlüsse. Man kann jetzt das Kopfteil komplett vom restlichen Heizstab trennen, so wird sie ja auch geliefert. Das bedeutet vor allem, dass die Elektronik im Kopf der 11A 2 bei der Installation geschützt ist und erst nach dem Hantieren mit der Wasserinstallation und schwerem Werkzeug montiert werden kann. Ein ganz besonderes Augenmerk verdient aber der neue Monitor. Oder eigentlich der Touchscreen. Diesen kennen manche womöglich von anderen Geräten des Herstellers wie der AC Thor, doch die 11A-Klasse feiert damit nun eine Premiere. Man kann damit also die 11A direkt in Betrieb nehmen und Einstellungen vornehmen. Dafür war bei anderen Modellen zumindest ein Netzwerkzugang und ein Computer notwendig, wie beim direkten Vorgänger. Interessant auch für Informationen, die nun direkt angezeigt werden können. Dann reicht einmal Tippen auf den Monitor und man kann die wichtigsten Infos wie Wassertemperatur und aktuelle Leistung einsehen. Wenden wir uns nun aber der Unterseite des Gerätes zu. Der erste Anschluss ist ganz simpel der Stromanschluss. Neu aber ist, dass man hier eine Verkabelung per 3-Pulling-Stecker vorfindet, der auch verschraubbar ist, statt eines fixen Kabels mit Schuko-Stecker. Das ergibt auch Sinn, da solch ein Heizstab ja meist einmal installiert wird und dort länger bleibt. Ebenfalls neu sind die bis zu 3500 Watt anstatt der bisherigen 3000 Watt. Hier muss also die Zuleitung dementsprechend dimensioniert werden. Man kann allerdings die Leistung der 11A 2 künstlich beschränken, falls dies notwendig sein sollte. Die nächste Buchse sieht gleich aus wie die erste, ist es aber nicht. Denn es handelt sich hier um einen 16 Ampere Schaltausgang. Gedacht ist dieser kurz gesagt dafür, einen zweiten Heizstab mit wiederum 3000 Watt zu schalten. Hat man dann als Beispiel 3000 Watt Überschuss, wird nur der externe 3000 Watt Heizstab eingeschaltet. Hat man 3100 Watt Überschuss, werden 3000 Watt über den externen und 100 Watt über den 11A 2 Heizstab verwendet. Weiter geht es mit dem breiten Datenstecker. Da finden wir SELV, Temp Sensor, PWM und RS485. SELV, Safety Extra Low Voltage oder Sicherheitskleinspannung, ist ein potenzialfreier Schaltkontakt. Gedacht ist dieser, um als Beispiel eine vorhandene Heizung zu aktivieren, wenn die 11A 2 die gewünschte Temperatur nicht erreichen kann, wie bei Schlechtwetter. Temp Sensor, wenig überraschend, ist das für einen Temperatursensor, der auch beigelegt ist und für manche Betriebsmodi verwendet werden muss. PWM bedeutet Pulsweitenmodulation und kann auch für die Leistungseinstellung des Heizstabes verwendet werden. Der letzte Anschluss am Stecker ist der RS485. Damit kann man mit Wechselrichter, Batteriespeicher oder auch Smart Home Lösungen kommunizieren, ohne auf Netzwerkverbindungen bauen zu müssen. Ganz am Ende finden wir aber auch noch entsprechende Netzwerkanschlüsse, typischerweise ein RJ45 LAN-Anschluss und auch neu ein Anschluss für eine WLAN-Antenne. Soweit also der erste Blick auf die 11A 2, die ab etwa Sommer 2023 ausgeliefert wird. Ein schickes und spürbar wertiges Gerät von außen, da bin ich schon gespannt auf die inneren Werte. Danke und bis zum nächsten Video.